Falsche Szene. Hallo, herzlich willkommen, ich bin wieder da. Ich hoffe, ihr seht mich, ich hoffe, ihr hört mich. Ich kann es jetzt nicht mehr nebenbei testen, weil mein Internet ja so herrlich schön schlecht ist. Aber es müsste eigentlich jetzt alles in Ordnung sein. Mikrofon ist auch an. Und ja, es freut mich, dass ihr da seid. Ich habe ja nichts angekündigt. Ich habe gedacht, ich gehe jetzt einfach mal online. Wer war denn der Erste? Chris, der war schon da, als ich noch gar nicht da war, glaube ich. Dann kam der Insider und ich glaube, dann war Nessie da. Ja, ich hoffe, die anderen sehen das jetzt auch nochmal. Hildegard! Ja, genau. Schön, dass du auch da bist. Immer noch in der Silberhölle gefangen, aber da kommst du auch bald wieder raus. Musst du demnächst wieder mit uns spielen, dann klappt das schon. Ich habe mir gedacht, wir spielen heute mal The Evil Within 2. Ich weiß, ich habe noch Donkey Kong Country 2 offen und ich weiß, ich habe auch noch Prey offen. Ich bin jetzt Mittwoch bis Freitag wieder in Oberhausen. Vielleicht kann ich Samstag vorher noch streamen. Vom Danny. Vielleicht aber Freitag eher wahrscheinlich nicht. Aber ich denke mal zum Wochenende nochmal hin. Heute mache ich nicht so lang aus dem Grund, weil Insider gleich nochmal hinterherkommt. Der wird heute Abend auch nochmal streamen. Deshalb habe ich aber auch ein bisschen eher angefangen. Und ich würde sagen, ich quatsch auch gar nicht so lange. Ich werde mal mit Stream starten. Oh, Chris! Danke für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Oh nein, und Hans liest nicht vorher. Ja. Hans liest vor, ja. Die gottlose Zeit ohne die göttliche Divinity ist endlich vorüber. Ich hab... So leise.
Also, und Nessie, direkt hinterher. Ja! Dankeschön, Dankeschön, das freut mich. Ja, 8 Monate aktuell. Ja, ich habe ja einen Monat ausgesetzt. Schön, dass du wieder da bist. Danke, danke, danke. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Er ist sehr leise, der Hans, bei mir. Ich weiß nicht, wieso. Hans flüstert zu sehr. Ja, ich muss den mal lauter stellen. Mich wundert, dass der wieder da ist. Der war ja weg. Ich weiß gar nicht. Insider, als nächstes. Dankeschön. Ach ja, Weltherrschaft an sich reißen. Popo ist im Hintergrund. Popo musste sich die ganze Zeit zusammenreißen, um nicht die Weltherrschaft an sich zu reißen, aber nun ist er voller Energie. Ja, Popo-Tentakel. Popo-Tentakel sitzt jetzt hier dauerhaft hinter mir. Ihr seht ihn. Und ich habe mein schönes neues Super Mario World Bild hier an der Wand hängen. Das habe ich selbst gemalt. Das wollte ich auch nochmal hier schön hinhängen. Und wie ich sonst noch den Hintergrund gestalte, weiß ich nicht. Mal gucken. Vielleicht nochmal ein bisschen mit bunten Lichtern oder so. Aber vielen, vielen Dank für eure ganzen Subs. Das freut mich sehr. So, jetzt schiebe ich erstmal den Chat hier rüber. Und guck mal, dass ich das Spiel zum Laufen bekomme. Wie mache ich das denn jetzt? Ich kann gar nicht mehr den Stream nebenbei laufen lassen. Wenn irgendwas jetzt nicht mehr läuft, müsst ihr mir sofort Bescheid sagen. Weil ich kann das jetzt nicht mehr sehen. Nee, so sehe ich erst recht nichts. Ich brauche noch einen Monitor. Auf jeden Fall brauche ich noch einen Monitor. Oh, ein Bunkerboy. Hallihallo. Schön, dass du reinschaust. Ja, es klappt auch ohne Ankündigung. Ich habe jetzt schon Sorgen gemacht, dass gar keiner kommt, wenn ich nicht ankündige. Aber da ich nicht genau wusste, wann ich jetzt fertig bin. Hallo? Spiel? Hat er jetzt schon wieder ein Update eingereicht? Nein, hat er nicht. Und ihr müsst mir gleich mal sagen, ob der Sound okay ist vom Spiel. Wer auf YouTube, ich hoffe, das sind sie nämlich, wer auf YouTube zugeguckt hat, hat gesehen, ich habe schon mal The Evil Within 2 angespielt. Die Demo. Die Demo ist aber einfach das erste Kapitel gewesen. Seht ihr eigentlich schon was? Ihr seht was. Sieht richtig schön aus, deine neue Wohnung. Ja, das, was man sieht. Man sieht ja noch nicht viel. Ihr seht jetzt hier im Hintergrund meine, also die Couch. Und quasi auf der anderen Seite ist die Anbauwand mit dem Fernseher und der Anlage und der Playstation. Und quasi hinter mir noch ist die Tür zum Flur. Und hier hin, in die Richtung. Und dann muss da Soße rein. Geht's auf den Balkon? Nein, dann eben nicht. Doch, da muss Soße rein. Drücke eine beliebige Taste. Das ist auch mal ein Spiel, was ich jetzt mit Maus und Tastatur spielen werde. Sonst habe ich immer alle Spiele mit Controller gespielt. Jetzt seht ihr fortsetzen. Das ist, weil ich schon, wie gesagt, die Demo gespielt habe. Wir machen aber... Nein, wir machen nicht. Abbrechen. Ich wollte das nicht machen. Neues Spiel machen wir natürlich. Keine Sorge. So, Fortschrittsspiel überschreibt. Ja, ich bin mir sicher. Bei mir ist es sehr laut. Wie laut ist es bei euch? Das ist okay. Das wurde gerade geupdatet. Das ist der super, super, super schwere Schwierigkeitsmodus. Das machen wir nicht. Ich würde sagen, wir hatten die drei, was steht denn hier bei Albtraum? Empfohlen für Spieler, die Schwierigkeit des vorigen Titels gefallen hat. Nein, das war mir zu schwer. Wir machen Überleben, würde ich sagen. Nein, ihr wollt doch auch was vom Spiel sehen, oder? Sound is suit, oder? Ja. Nein, 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 ich höre nicht auf euch. Wir machen Einsteiger nicht, wir machen Überleben. So, was machen wir hier? Zielhilfe. Gut, da wir jetzt nicht mit Controller spielen, lassen wir sie mal aus. Ich will auch ein bisschen selber rumaimen. Da wir nicht auf ganz schwer spielen, habe ich jetzt die Zielhilfe weggelassen. Haus in Flammen. Maus ist ein bisschen im Weg, ne? Ich hab noch meine Vanilla-Cookie. Was ist das laut? Ich muss das mal ein bisschen leiser machen. Wie gesagt, ein bisschen kenne ich schon davon, weil ich die Demo Kapitel 1 von gespielt habe, aber mehr kenne ich davon nicht. Nein. Danke, Bunkerboy. Nein. Nein, das kann nicht sein. Knister, Knister, genau. Lagerfeuer, Knister, aber das ist jetzt nicht... Oh, wir dürfen von Anfang. Womit willst du den? Oh, der hat aber hier Bewegungskalt. Wie heißt das? Unschärfe oder was? Das ist ja nicht so schön. Das ist ein Überkopfball. Oh Gott, Lilly! Mein Gott, ist die Steuerung da. Ist er für den Controller ausgeübt? E öffnen.
Den ersten Teil. Feuerwehrrufen. Den ersten Teil habe ich hier auf der PlayStation 1 durchgespielt. Boah, und der war echt nicht leicht. Ich bin bei einer Stelle bin ich fast verzweifelt. Ich hatte auch überlegt, den ersten Teil zu spielen, aber der war mir echt an einigen Stellen so schwer. Scheiße. Scheiße, da kann man nicht rein. Wir machen einfach das Spiel. Am Anfang ist leider sehr viel Story hier. Das dauert ein bisschen, bis das Spiel richtig losgeht. Wo bist du? Ein bisschen Geduld. Oh Gott, ist sie etwa oben? Ich glaube, da können wir nicht drüber, oder? Nein. Wer läuft wie ein Kribbel? Ich weiß nicht, ob ich mich beeilen muss. Wie konnte das passieren? Aber ich denke mal, ich sollte nicht allzu lange brauchen. Papa, Hilfe! Ja, das ist unsere Tochter, die nach uns ruft. Ich komme, Lilly! Halt durch! Wieso hängt der? Ich weiß nicht, ob ich die Sensibility noch umstellen muss. Ich bin hier, Lilly. Ich bin hier. Warte. Hallo? Hallo? Mein Finger. Für scheiß Steuerung. Links ist mein Finger, mein kleiner Finger einfach zu kurz. Da komme ich so Lilly. Schlecht dran. Ich muss immer die Umschalttaste einschalten. Komm jetzt raus. Ja? Lilly, wo bist du? Ich bin's. Papa ist hier. Und hallo King Kong Meisen, wo bist du denn? Papa. Da bist du. Wie geht es von der OP schon wieder? Ach, OP hast du hinter dir? Oh. Speedrun. Nein, Speedrun gibt's nicht. Ich bin ein bisschen nicht richtig angeleuchtet, ne? Aber meine Softbox ist voll aufgedreht. Ist ja jetzt erstmal der erste Stream in der neuen Wohnung. Erstmal gucken wir mal, was läuft. Lilly! Nein! Du hast mich nicht gerettet! So, wohl dein Bett, Albtraum. Ein Albtraum ist, glaube ich, immer Bett. Die Grafik ist aber auf jeden Fall besser als in Teil 1. Ist lange her. Hm? 3 Jahre. Ich habe 3 Jahre lang versucht, dich aufzuspüren. Und du dachtest, du findest mich am Boden einer leeren Flasche. Richtig? Und warum bist und du ausgerechnet für merkwürdige jetzt hier? Leute? Du hast mich nicht gefunden, weil sie es nicht wollten. Beruhig dich, Sebastian. Du wusstest, was in der Nervenklinik passieren würde, oder? Ja, wir waren ja im ersten Teil im Beacon was Hill, Beacon in der Nervenanstalt. Das ist Vergangenheit. Das musst du vergessen. Du klingst genau wie ich der kann Psychologe, euch das Ende vom ersten Boss Teil aber leider nicht hat. Erklären. Ich hab's nicht ganz verstanden. Aber er hatte keine Antworten. Ich weiß nicht, was da nachher du abgeht. Schon. Mal gucken, ob der Teil Erzähl verständlicher mir ist. Alles über Mobius. Ich hoffe, das passt, wenn man den ersten Teil nicht kennt. Kennt ihr den ersten Teil? Und hallo, Patrick. Ich kann das reinschauen. Ja, ich bin Patrick. Deswegen hier. Oh, ich hab, bin nicht offline gegangen in Steam. Aber egal. Ich hoffe, das stört nicht. Woher hast du das? Du kennst weder den ersten noch den zweiten Teil. Leben. Okay. Wir spielen auf jeden Fall Sebastian. Und unsere Tochter ist verbrannt. Denkt Lilly er zumindest. Ist tot. Ich habe den Bericht gelesen. Und sie behauptet ich jetzt, sie ist am Beerdigung. Wir können die Geschichte umschreiben. Ein Tod zu inszenieren ist ein Kinderspiel. Warum sollte ich mich endlich zeigen, nur um dich zu belügen? Denken Sie an die Monospiele. Lilly lebt. Hast du mir noch eine Datei da bei uns zugeschickt oder ist das ein Smiley? Ich aber sie ist in Gefahr. Du musst uns helfen, sie zu retten. Retten? Was habt ihr mit ihr gemacht? Nehmt eure verdammten Finger weg! Wie gesagt, am Anfang ist jetzt leider ein bisschen Story. Da müssen wir mal durch. Schweinchen-Emoji schicken. Das kann ich leider unten in der kleinen Zeile nie lesen, was das ist. Da steht immer Doppelpunkt, irgendwas Doppelpunkt. Und hallo, Danny! Schön, dass du reinkommst. Wir brauchen dich. Lilly braucht dich. Oh.
Schaut mir ein Game aus, wo man große ethische und moralische Entscheidungen treffen muss. Herrlich. Ich glaube, das muss man gar nicht so sehen. Du bist wach. Gut. Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass da wieder echt schwierige Parts kommen. Wo sind wir? Wie gesagt, beim ersten Teil bin ich... Ich habe echt überlegt, das einmal kurz abzubrechen. Kann ich laufen? Das ist also dieses allmächtige Mobius. Wir können hier auf den Arsch gucken. Sei vorsichtig, was du sagst. Bitte sehr. Einmal du weißt für die nicht, Männer. Wie mächtig die sind. Klar. So mächtig, dass sie einen abgewrackten Ex-Cop entführen, um ihnen zu helfen. Ich glaube, Mobius ist die Anstalt gewesen, oder? Zumindest ist dein schrecklicher Humor noch intakt. Schluss mit dem Scheiß. Wir verbunden wurden und dann nachher im Beacon Hill gelandet sind. Alle Antworten liegen genau hier. Ja. Der Vorfall da wurden wir angeschlossen an diesem Apparat. War ein bedauerlicher Rückschlag. Aber mit dem erhaltenen Wissen haben wir ein neues und stark verbessertes Stem-System gebaut. Ich kann nicht laufen. Was hat das alles mit meiner Tochter zu tun? Stellen Sie sich vor, Millionen Geister miteinander verbunden. Glück für einen bedeutet Glück für alle. Mit dieser Maschine, diesem Wunder, kann unsere Spezies großes erreichen. Achso, und Chris und Nessie, danke für euren Host, fällt mir gerade ein. Der nehme ich jetzt auch Host, danke für deinen Host. Wir mussten mit einem Geist beginnen, ich glaube, Insider hat einen auch Host war, drin, ne? Um tausende Persönlichkeiten aufzunehmen. Den Geist eines unschuldigen Kindes. Sie haben Lilly an diese Maschine angeschlossen? Ihre Tochter ist etwas Besonderes. Die stabilste Kernkandidatin, die wir haben. So, die wurde auch an die Maschine angeschlossen, okay. Dank ihr. Die haben den Tod nur vorgetäuscht von ihr. Ein durchschlagender Erfolg. Bis vor kurzem. Und dann ist was schiefgelaufen. Vor etwas mehr als einer Woche ist Lilly verschwunden. Hat keine Signale mehr gesendet. Also wird der große Kampf sein, unsere Tochter zu finden. Wir dachten, es wäre nur ein einfaches technisches Problem und schickten ein Suchteam von Mobius rein. Das sind wahrscheinlich die gerade angeschlossen sind. Und Stem fiel aus. Denken Sie nach, Mr. Castellanos. Stem, diese Maschine? Ich gebe Ihnen eine Chance, nicht nur Ihre Tochter wiederzusehen, sondern sie zu retten. Machen wir doch. Wir retten die und wir holen die etwas, wieder. Kein von dem Problem. Sie glaubten, es nicht geschafft zu haben. Also noch sieht es auf jeden Fall stabil sie aus. Sie retten. Gerade bin ich im roten Bereich gegangen, kurz, aber im Moment. Insider, hast du Ruckler? Ihre Wahl. Ist überhaupt noch da? Dankeschön, Patrick. Viel Glück, Sebastian. Ja, Pupo sitzt hinter mir. Den siehst du immer hier. Danke, Daddy. Ja, wir müssen einen Monat abziehen. Ich habe jetzt ein paar Wochen aber nicht gespielt, aber Ziele wie du. Dankeschön für dein Abo. Nein, danke. Für dein Zopf. Ich komme gut allein klar. Denk dran, melde dich, sobald du Lilly findest, damit wir mit der Extraktion beginnen können. Ihr habt alle die silberne Ace-Karte, ne? Ich bin hier für dich da. Keine, oder? Und wann ist denn nochmal Gold? Ein Jahr? Nee. Wie ist das denn? Weiß, Bronze, Silber. Gold habe ich. Und jemand anders also wird jetzt schon drin die dritte für dich da Stufe? Sein. Und ich glaube, Gold ist dann ab einem Jahr, ne? Bereit? Müsste so sein. Beim Danny bin ich, glaube ich, schon auf Gold. Auf dem goldenen Ritter. Bei Nissi bin ich noch bei der dicken Laugenstange. Da habe ich die goldene noch nicht. Aber ich glaube, ich bin auch nicht mehr so weit Sebastian. Weg. Wir verlassen uns auf dich. Gold ist ab 12 Monate, ja. Dann dauert es noch ein bisschen. Der Eintritt in 3. Wie gesagt, am Anfang ist leider ein bisschen 2, Story, bis ich anfangen kann zu spielen. 1. Aber da müssen wir jetzt einmal kurz durch. Hauptsache die dicke Stange, genau. Muss nicht Gold sein, Hauptsache die dicke. Genau, den Ritter habe ich schon. Ich muss mal neue Sounds einbauen jetzt. Wird mal wieder Zeit. So, wir treten gerade ein. Das heißt, wir müssen dich nochmal präsentieren. Das muss man leicht gewinnen.
kurz auf Insider, kurz AFK. Ich rede mit dir und du antwortest mir nicht. Komm dir gleich darüber. Ruckelt's, wollte ich wissen. Oder geht's? Etwas Stimmung in den Chat bringen. Das Ding ist, ich sitze hier direkt am Fenster. Ne? Also hier ist eine dicke Fensterfront vor mir. Also auf der Seite hier ist jetzt Wand. Und da ist auch noch ein Fenster. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Achso, jetzt kann ich laufen, oder? Ich weiß gar nicht, wie das ist. Wenn ich mal nachmittags streame, dann ballert hier voll die Sonne rein. Dann muss ich die ganzen Rollos runter machen. Ist das? Okay, jetzt kann ich laufen. Umschalttaste. Wir rennen. Sprinten. Ja, Umschalttaste ist gut für mich. Da komme ich mit meinem kleinen Finger dran. Aber Steuerungstaste ist nicht gut für mich. Papa, hilf mir! Ich komme, Lilly! Papa! Ich weiß, es ist schwer, aber sie ist fort. Unsere Kleine ist fort. Nein, nein, das werde ich niemals machen. Alles flüssig gut. Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich die Wahrheit alleine heraus. Dann machst du das Rolli. Rolli, das Rollo runter. Es geht hier nur in die Richtung. Detective, wir haben eine Meldung. Die Lichtsensor ein. Ja, ja, das mache ich dann. Nebenher zu. Okay, alles klar, Bunkerboy. Ich hab da gerade so ein paar Flashbacks. Einmal von seinem Haus, wo seine Tochter abgefackelt ist, und einmal von der Beacon Hill Nervenheilanstalt. Und hier haben wir gerade ein Telefon. Dann gehen wir doch mal dran. Exclusive Producer. Was zur? Hallo? Hier ist Sebastian. Sebastian, bist du da? Kidman. Ist das Nicole Kidman? Was? Reiß dich zusammen. Was sind wir denn hier? Du bist drin. Wie fühlst du dich? Furchtbar. Ich glaube, das sind die ganzen Mitarbeiter von Mobius, die mit in den Stem sitzen. Du bist jetzt in einem vom Hauptsystem abgetrennten Bereich. So können wir die Kommunikation mit dir aufrechterhalten. Okay, hier können wir kommunizieren in dem Bereich. Eine aus deinen Erinnerungen erstellte sichere Zone. Meine Erinnerungen? Was? Kann ich hier durch? Wenn das so ist, wo sind denn meine Frau und mein Kind? Sieht aus wie mein altes Büro im Crimson City PD. Dein Unterbewusstsein sind scheinbar ein Raucher. Du solltest dir diese Frage also selber stellen. Kommen wir zur Sache. Wir haben dir Informationen in dein Zimmer geschickt. Siehst du etwas Unbekanntes? Sehe ich was Unbekanntes? Schnell, such. Was weiß ich, was Unbekanntes und was Bekanntes? Ich war ja noch nie hier. Da hat Lilly mich gemalt. Es ist mit dem Rest zusammen im Haus verbrannt. Hab mir gerade in die Hand geschnitten? Nein! Mach ein Pflaster da. Ich dachte, du machst heute Donkey Kong 2 weiter. Hab ich nicht angekündigt, Patrick. Ich spiele Donkey Kong. Ich habe gerade schon gesagt, ich werde Prey weiterspielen und Donkey Kong 2 noch. Fühlt sich wie ein anderes Aber Leben an. Vermutlich ich denke mal, das, auch das dauert jetzt. Wenn Danny jetzt erstmal mit Donkey Kong anfängt, dann werde ich das erstmal noch nicht weitermachen. Ich habe ja genügend andere Spiele noch. Steht aber immer noch auf meiner Liste, das ist nicht vergessen. Hier sind Fotos einiger Mobius-Agenten. Euer verschwundenes Team, nehme ich an. Ja, sag Bescheid, wenn du welche von ihnen findest. Du bist unser einziger Kommunikationsweg in den Stamp. Okay, zweites Ziel, wir müssen die finden. Wir suchen auch nach Lilly. Union. Wir müssen Lilly finden und wir müssen Lilly finden. Entworfen, um einer Kleinstadt namens Julian. Union zu entsprechen. Toll. Eure Experten müssen also auch gerettet werden. Wenn es jemand kann, dann du. Danke für dein Vertrauen. Aber ich bin nur hier, um Lilly zu finden. Es gibt noch weitere Informationen. Schau sie dir an, bevor du gehst. Stadt sieht aber nett aus. Union, Union. Oder wie auch immer man die ausspricht. Etwas liegt im Argen. Öffnen. Was? Blutmischen? Ich Katze. Hatte doch noch nie eine... Oh, Katze. Die hat rote Augen, ne? Oh, da ist mir einmal ein Spiel abgeschmiert. Das weiß ich noch. Aber ich denke mal, die ist krass mit roten Augen. Was ist die mit dem roten Halsband? Wo hat mein Gedächtnis das nur rausgekramt? Aus der Grundschulzeit? Okay, wir können irgendwelche Dias hier finden. Und die dann in den Projektor einwerfen.
Ich glaube, genau dabei ist mir das Spiel mal einmal abgeschmiert. Was? Fingerstümmel übrig? Was? Ich glaube, am wenigsten kann man den kleinen rechten Finger entbehren. Das ist das, was wir gefunden haben. Mehr haben wir scheinbar noch nicht. Kuh, aufstehen. Die Katze ist cool. Die maut's doch. Miau, miau. Ich mag aber die flauschigen Katzen ein bisschen lieber. Wow. Ein Spiegel. Erschrecke ich mich schon vor dem Spiegel. Wie ein Beacon. Dürfte der Weg hier raus sein. Es gibt ja tatsächlich Leute, die keine Hand mehr haben, die immer noch zocken können. Die sich dann extra so einen Controller gebaut haben. Und los geht's. So, das war auch im ersten Teil. Ab in den Spiegel. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon direkt in Union. Ich weiß nicht, wie man die Stadt ausspricht, ankommt. Aber wir schauen mal. Nein, Mietz! Ganz böse, Mietz! Wo ist denn mein Kätzchen? Wo ist mein Katerchen? Mein wolliger kleiner Kumpel? Ja, guter Junge, das ist mein Katerchen. Nein, Mietz! Böse, Mietz! Oh nein! Böse, Mietz! Lilly, was ist los? Der Kopf meiner Puppe ist kaputt. Was machst du denn auch kein kaputt? Problem. Mama kann das reparieren. Gewitter! Wo? In nein! Gewitter! Hey! Also ich kann mich gerade nicht bewegen. Also glaube ich gerade ein paar Sehstörungen. Sebastian? Was ist los? Alles in Ordnung? Die hat aber krasse blaue Augen. Sind schon ein bisschen zu hellblau. Ich habe eine wunderbare Familie. Eine unglaublich kluge und schöne Frau. Warum sollte nicht alles in Ordnung sein? Hast du auch noch Gewitter? Okay, bei uns war es heute nur stürmisch. Komm und ein bisschen her, Hagel. Hagelkörner kamen runter. Aber nur so ganz kleine. Die lagen hier du auf der Terrasse. Du arbeitest zu viel. Balkon. Jetzt sag ich immer Terrasse, jetzt am anderen Balkon. Bist du sicher, dass du dir nichts eingefangen hast? Insider nicht, müssen wir eine Roomtour machen, wenn wir alles fertig haben, ne? Aber im Moment sind immer noch ein paar Kartons noch nicht ausgeräumt im Streamerzimmer. Die müssen noch geleert werden. Aber ansonsten steht das. Und zwei Lampen fehlen uns noch. Hier fehlt noch eine über mir. Da kann ich mich noch nicht entscheiden. Und im Streamerzimmer, wo der Insider sitzt, da fehlt auch noch eine Lampe. Ich habe schon eine gesehen, die ich ganz cool fand. Insider meinte so ein Spot, der auch rund leuchtet. Wäre natürlich auch noch eine Idee. Aber die ist jetzt nicht so alltagsgebrauchlich. Tauglich. Oh. Fast so. Stimmt, hier habe ich mich ja gegruselt. Kann ich rennen? Okay, meine Ausdauer ist für den Arsch. Seht ihr die Ausdauer? Oder ist da was drüber? Hilde? Alles, was ein Jahr im Karton wirkt, muss man wegbleiben. Ja, hab ich auch gesagt. Der Insider hatte Sachen in einem Schrank und im Keller. Die hat er ein Jahr, die hat er fünf Jahre nicht benutzt. Die wollte er alle noch mitnehmen. Ich weiß nicht, wieso. Und hallo, Lobster. Schön, dass du reinschaust. Wir spielen heute Evil Within 2. Das hat ein schönes Bild. Wer macht ein Bild von der Tür? Raum 102. Raum 102. Also ich habe richtig viel ausgemistet. Könnt ihr auch eine Traverse an der Decke dübeln, ein paar Kannen und DMX. Ach, muss glaube ich nicht. Ich nehme mir mal diesen einen. Na, das ist keine Kanne, das ist Sport oder was? Kann man Taschenlampe anmachen? Ne, sieh immer mit Taschenlampe an. Ich sag's ja schon immer bei Silent Hill. Aber hier ist es nicht so dunkel. Geht nicht auf. Sorry, wenn ich ein bisschen komisch spiele, aber ich habe Angst vor den Ecken. Was habe ich mitgenommen? Ja, die ganzen Sachen, die du in der Kammer hattest, die du überhaupt nicht mehr gebraucht hast. Und Zeugs aus dem Keller, was du seit über zwei Jahren nicht angerührt hast. Die ganzen Tüten, die jetzt noch dastehen. Ich glaube, das sind noch Autoüberwachungskamera-Sachen oder sowas.
Weiß nicht, ob du die jemals brauchen wirst. Gehört doch zum Suchteam. Vor allem Klamotten habe ich ausgemistet, ne? Das muss ich schon sagen. Das tat mir immer weh. Denkst du, ach, da ziehst du doch nochmal an. Ziehst du eh nie wieder an. Schönes Bild. Können wir da rein? Boah, dem ist aber echt der ganze Kopf weggesprengt worden. Da fliegt einem ja das Gehirn raus. Ich hoffe, ich darf das jetzt schon zeigen. Ist das FSK auf 18? Und hallo, Bomber! Bomber, heute in einer neuen Farbe? Du bist ja lila. Ja, ich habe auch nichts angekündigt. Ich habe einfach mal gedacht, es ist mal wieder Montag. Ich schmeiß mal spontan den Stream an. Oh, da ging es gerade wieder in den roten Bereich. Schönes Spritzbild. Hier ein Super draus kochen, ja? Gucken wir, was wir hier noch haben. Menü. Ich glaube, hier ist nichts. Hier haben wir noch ein paar Bilder von irgendwelchen Augen. Von irgendwelchen Blumen. Und von einem Kätzchen. Warte mal, ging es hier noch weiter? Da geht's weiter und da geht's weiter. Wo sollen wir lang? Geh erstmal hier. Ne, der Raum sieht mir zu gruselig aus. Okay, doch, wir gehen jetzt in den gruseligen Raum. Oh nein, die Musik hört auf. Was sind das scheiß gruselige Vorhänge? Wenn ich das programmiert hätte, würde jetzt was rausspringen hier. Achso, da ist eine Wand hinter. Ja. Was haben wir denn hier? Information 1 von 40, ein Foto. Wer immer das war, hatte Spaß daran. Anführer des Suchteams ist das. Achso, da ist das, den wir gerade gefunden haben. Wie ist sowas überhaupt möglich? Ja, es wurde irgendwie eingefroren. Umdrehen, A, D. Ich drücke A, drücke D. Maus 2, Zoom. R, Details. Achso. Und Q raus. Was haben wir denn hier noch für Bilder? Irgendwie sind die strange, die Fotos. Ich glaube, die hat einer gemacht, der nicht ganz dicht ist. Ja, von hier werden wir dann gekommen. Untersuchen. Kurz AFK, alles klar, bis gleich. Oder hinein. Hatte letztens schon gefragt, wann du wieder streamst. Ja, jetzt streame ich wieder. Scanner wäre noch eine Idee. Ja, klar, 800 Euro pro Stück. Hm? Nein. Ich dachte eher sowas an was man für den täglichen Gebrauch benutzen kann und was man auch zum Stream benutzen kann. Also nicht sowas Übertriebenes jetzt. Hast du da nicht noch eine Idee? Ja, 4-Punkt Traverse und wir rüsten hier alles um. Wir machen hier noch eine Party draus. Ich glaube, ich brauche mal eine ordentliche Softbox. Aus der hier kommt kaum was raus. Irgendwie reicht die nicht für hier. Ich hoffe mal, hier geht's nicht weiter. Briefkästen. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir gerade sind, ehrlich gesagt. Schon wieder so ein komisches Foto. Ach ja, ich kann ja rennen. Aber meine Ausdauer ist ganz schnell am Arsch. Ich hoffe, die können wir nachher auch upgraden. Schon wieder so ein krankes Bild. Telefon. Das Spiel möchte, dass ich rangehe, also gehe ich erstmal nicht ran. Nein. Mach mal, was das Spiel will. Hallo, einmal schälen, so schnell bin ich auch nicht. Was so ein richtig schönes altmodisches Drehding. Hallo? Wer übertreibt hier? Scheiße. Ja. Wer war das? Kannst dich nicht entspannen gerade. Leg dich doch schön hin, mit einer Decke einkuscheln. Dann guckst du gemütlich den Stream. Kann ich hier durch? Nee. Ich mag Käsebällchen, du magst Käsebällchen. Isst du niemals die Käsebällchen, bist du lahm. Willi wirft mit Käsebällchen um sich. Ich habe noch nichts gegessen heute. Ich habe gerade ein paar Chips gegessen. Und eine Birne. Gute Ernährung, ne? Chips und Birne.
Irgendwann kommt hier gleich jemand rausgeplatzt. Ich weiß das jetzt schon. Das wäre so ein komisches Bild. Ne? Ich sollte mal nicht so nah davor gehen. Das macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Dann kann man sich das besser angucken. Ja, Steuerung. Kleiner Finger. Nehmen. Informationen. Ich will keine Informationen. Herzlichen Glückwunsch. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Lügen. Alles Lügen. Was kann ich denn hier? An Bewerber SV. Ich weiß gar nicht, worum es hier geht. Wir freuen uns, dass Sie auf der nächsten Wissensstufe willkommen zu heißen. Melden Sie sich mit dem Brief im Mu-Center. Was ist denn das Mu-Center? Ich komme ja nicht mehr raus. Das ist aber eine hässliche Waage. Was steht da? Grand. Groß. Hauptsache groß. Kann man hier weiter? Boah, der Gang sieht mega gut. Boah. Er schreckt sich mich. Hey! Ich wollte gerade sagen, der Gang sieht mega gruselig aus. Was geht hier vor? Ich habe das auch schon mal gespielt, wieso erschrecke ich mich denn? Das wusste ich aber nicht mehr. Aber wie gesagt, ich habe nur Kapitel 1 gespielt. Und für YouTube aufgenommen. Ach, Honkaboy ist ganz weg, oder was? Goku! Hallo! Hab ich jetzt nicht gesehen. Falls du weg bist, Honkaboy, sag ich dir Tschüss. Ich verstehe dich kaum. Versteht ihr mich alle kaum? Mach mal das Mikro näher ran. Versteht ihr mich jetzt ein bisschen besser? Soll ich ein bisschen mehr schreien? Sag mal, ob ihr mich jetzt besser hört. Ich verstehe alles, okay? Ich glaube, Insider fängt immer dienstags um 19 Uhr an. Da sitzt jemand. Ich habe da keinen Bock hinzugehen. Da saß doch jemand, oder? Hä? Ja, voll los. Seitdem ich den neuen Ständer habe, den neuen Mikrofonständer habe, ist sowieso alles ein bisschen komisch. Umgestellt hier. Ich muss nicht nur was aufdrehen, okay? Ich muss mal kurz aufpassen. Wahrscheinlich die erste Stelle, wo ich sterben kann und sterben werde. So, Deckung gehen und Deckung verlassen. Leertaste in Deckung gehen, Deckung verlassen, wenn das Deckungssymbol erscheint. Das Deckungssymbol Abbildung 1, wo ist Abbildung 1, sehe ich nicht, erscheint, wenn du dich vor einer gültigen Deckung befindest. AD umblättern. WSAD. Okay, da kann man sich die Deckung in der Deckung entlang bewegen. Wenn du in der Deckung in der Nähe. Okay, da kann ich mich so bewegen, alles klar. Gut, nicht mehr. Okay, mehr gibt's nicht. Cool. Ja, wo geht er denn hin? Komm bloß nicht zu mir. Ich gehe einfach. Tschüss! Mach die Tür wieder zu. Schrei mal immer lauter. Sagt doch euch Bescheid, wenn es laut genug ist. Soll ich schreien? Nein! Rein in der Küche, versteh dich gut. Du verstehst mich bis in die Küche, okay. Keine Ahnung, wieso mich manche verstehen und nicht. Nein, ich will nicht schreien. Was denken dann die Nachbarn von mir? Hier wohnen eh fast nur Rentner. Ich muss einen Weg hier rausfinden. Okay, das war doch. Was sind denn für Fotos hier? Die sind doch krank und creepy und alles. Ich meine, hier fehlen noch ein paar Bilder an der Wand, ne? Also, Insider, wie wär's denn mal mit sowas? Ist doch voll schön. Hier war ich doch gerade schon mal. Oder?
Achso, V-Taschenlampe. What was it? Hilfe. Sagt der nächste jemand Taschenlampe an, dann mache ich selber nicht die Taschenlampe an. Ja, keine Ahnung. Hier lang, runter. Oder da lang. Nee, da gehe ich nicht hin. Erstmal hier gucken. Ah, da geh ich doch nicht gucken. Fuck. Nee, komm. Das Spiel hat uns als erstes das gezeigt. Also will das Spiel, dass wir zuerst hier hingehen. Glaube ich. Ach, da ist ein Loch im Boden. Hier komme ich gar nicht weiter. Nice? Was ist nice? Dass ich schreie? Du wolltest doch auch morgen streamen. Willst du morgen gar nicht streamen, Insider? Der Insider streamt übrigens gleich noch nach mir. Aber morgen. Da hängen Leichensäcke. Nee, wir gehen erstmal unten lang. Ich weiß nicht, wo ich zuerst lang soll. Ich habe Angst, dass ich was verpasse. Aber da ist ein Pfeil auf dem Boden. Ich mich erschrecken. Guck mal, da ist ein Pfeil. Da kann ich nichts mitmachen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass ich hier bin. Informationen. Braucht doch keine Informationen. Foto eines weiteren Opfers. Das Foto eines weiteren Opfers. Das ist eine Mobius-Uniform. Uniform. Deiner Waffe in den Kopf geschossen worden. Okay. Ist auch wieder so ein krankes Bild. Ich glaube, den Mobius-Mitarbeitern geht es nicht mehr so gut. Glaube ich. Nee, will nicht so lange machen. Dann mache ich 17 bis 19 Uhr. Okay, Danny streamt morgen von 17 bis 19 Uhr, danach der Insider. Sagen wir so, in der alten Wohnung habe ich dich besser verstanden. Okay, scheiß drauf. Okay. Ich höre mir das im Nachhinein auch nochmal an, den Stream. Dann gucke ich mal, dass ich da eventuell noch was umstelle. Wollte für Freitag ein bisschen vorbereiten. Muss schauen, was ich für Bilder habe. Ach so. Open End. Mehr nicht. Zieh in die alte Wohnung, da versteht man nicht besser. Bin ich denn zu leise oder halt das komisch? Also ist das wie beim Insider mit einem Hall oder sowas? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Okay. Hier wieder. Warte mal, bis der weg ist. Ich verstehe dich gut. Ja, keine Ahnung. Was? Aber bald werde ich mal einen 24-Stunden-Stream machen. Das ist krass. Das finde ich echt krass. Das würde ich, glaube ich, nicht schaffen. Ich habe 12 Stunden. Ja. Man versteht dich nur leise. Warte mal. Ich gehe mal einmal in die Einstellung. Wenn das mehrere haben, warte mal, Mikrofon. Also hier ist das voll aufgedreht. Ich gehe mal hier in die Einstellung, erweiterte Audio-Eigenschaften. Desktop-Audio, Mikrofon, steht auf 110%. Nochmal 120 oder 130. Schließen. Bin ich jetzt was lauter? Kann ich hier noch was machen? Ein Mikrofon? Nein. Es steht auf 130%, Leute. Und hier ist es auch voll aufgedreht.
Filter? Ist vielleicht ein Filter hier drauf? Keine Ahnung. Ich habe es jetzt mal ein bisschen höher gestellt. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ja, keine Ahnung, wieso bei manchen der Sound nicht okay ist. Zurück zum Spiel. Und der Typ kommt jetzt nicht wieder. Ne, Matten brauche ich ja nur, wenn Halt ist. Wenn es halt. Wenn ich zu leise bin, ist ja was anderes, ist ja eine andere Problematik. Könnte theoretisch jeder 24 Stunden streamen über die 4 Ostertage. Boah, ich glaube 24 Stunden schaffe ich nicht. Ich weiß nicht, Nancy, schaffst du 24 Stunden? Himmel. Ich würde gerne mal speichern. Ich denke mal, die Türen sind alle zu. Und Ostern müssen wir ja auch noch Ostereier suchen. Machen wir noch einen Real-Life-Stream mit Ostereiern suchen. Hallo? Die Tür geht gar nicht auf. Kann ich hier was machen? Oh. Da waren doch gerade noch Türen. Irgendwie ist es creepy. Genau, Live-Eiersuche. Wer findet die meisten Eier? Mach mir gleich noch ein lecker Hähnchen. Laufe ich wieder zurück, Leute? In der Pendel, wo war ich doch schon? Ich glaube, ich bin wieder zurückgelaufen. Dann ist, wenn man nach dem Chat achtet. Hier geht's nicht weiter, ne? Fuck! Ich muss mal einmal ganz kurz gucken, wie der Weg hier ist. Ich guck gleich wieder auf den Chat. Spätestens dafür wollte. Du kriegst keinen Red Bull-Kühlschrank. Boah, mein OBS geht immer wieder auf Rot. Das ist nicht gut. Und wenn man nur zwischendurch. Ich versteck die Eier, okay? Ich versteck die und du suchst die. Ach, da ist eine Tür aufgegangen. Ach. Ja, einmal im Kreis gedreht, schon finde ich den Weg nicht mehr. So ist es halt. Meine Nase juckt. Bei Dino Crisis gab es auch mal so eine Aufzugsszene, da ist durch diese scheiß Decke hier ein Dino durchgeplupst. Habe ich mich zu Tode erschreckt. Das gefällt mir nicht. Ich hoffe, das ist nicht zu dunkel bei euch. Da gehe ich doch nicht lang. Ich bin doch nicht geisteskrank. Ich mach die Augen zu und ihr guckt hin, okay? Ich will da nicht durch. Fuck. Nein. Oh nein, da bewegt sich jemand. Ich drehe mich einfach nicht mehr um. Was mache ich denn jetzt hier? Kommen wir nicht weiter. Boah, das ist richtig creepy. Da ist eine Kamera, die stand da gerade nicht. Okay, jetzt ist eine Tür da. Wer macht denn sowas? Jetzt kann ich mal gucken. Tokyo Speedrun, 30 Minuten. Ja, das wollen wir alle sehen. Foto. Speichert, er speichert. Okay. Pro Red Bull Kühlschrank. Nami Stream. Genau, Nami kann auch mit Stream. Mountain Dew Kühlschrank ist auch geil. Seit dem 16. Februar bist du schon krankgeschrieben. Immer noch wegen deinem Ellenbogen oder?
Schon wieder so ein Pfeil da unten, aber irgendwie sagt er nichts. Okay, da ist ein Bild. Das sind wir. Da wurde ein Foto von uns gemacht. Was Patrick Heiler, 64 Alter. Stunden, 7872 Coins. Du siehst ja aus wie die Laura. Hau ab! Du Scheiß. Was? Ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung. Lauf doch! Ich glaube, das ist die Laura. Ich habe mich im ersten Teil so gefehlt. Ich bin nur gestorben, in einer Tour. Nein! Spring! Er ist zu langsam, er ist einfach zu langsam. Links, rechts, geradeaus, ich weiß nicht, wo ich kann. Dreh mich nach oben. Mist! Oh. Ich stecke hier fest. Da oben. Leider. Noch nicht. Wie ein Outlast. Schön in die Schächte rein. Ein Nabelbruch hattest du. Oh. Nee, doch, habe ich schon mal gehört. Hier ist bestimmt eine Nase. Das Spiel ist sehr originell. Kennst du das? Das keiner kennt. Verdammt. Was zur Hölle ist das? Meine Maus. Okay, Renate lauf! Nix Renate, Renate soll sterben. Die hängt nur so hoch, ich komme da überhaupt nicht dran. 5 Monate, eine Woche. Folgt der Patrick mir schon. Das kann auch sein, dass das Spiel Sonja heißt. Was? Nichts zu hören. Top 10. Hab ich da noch Bots dran? Bomba, Blaue Flamme, Nessie, Chris, Danny, Insider, Patrick, Jennifer, Wonkaboy, Nightcrawler. Nö, ich habe keine Bots drin. 10 Monate! Wow, krass! Ich gucke mich hier gar nicht mehr um. Das sieht doch aus wie Munition. Wann kriege ich eigentlich eine scheiß Waffe hier? Soll ich rennen oder langsam laufen? Ich kann nicht rennen. Hallo? Ja, natürlich kann ich das nicht. Lauf! Ich weiß nicht, ob der vor mir jetzt gerade besser ist. Nee. Das ist jetzt gerade auch nicht so gut. Lauf. Game Evil Within 2, genau. Ich war die 100. Was? Okay. Was zum Teufel geht hier vor? Ace Coins. Ich muss auch mal irgendwas machen, dass man. Mal was man Cooles machen könnte mit den Coins. Automatische Gesundheitsregeneration. Ja, das kenne ich doch schon. Lebensanzeige wird rot, wenn wir down sind. Wenn wir uns nicht bewegen, regeneriert sich das wieder auf den Balken zurück. Ja, zumindest etwas. Dann haben wir zumindest immer so ein bisschen Energie. Feldmesser erhalten. Und dann bewegen wir uns mal nicht. Gut, wir haben ein Messer. Knife Only Challenge. Dann am Bahn. Wenn wir denn jetzt mal biegen? Jetzt? Klo. Also normalerweise ist man in Teil 1 immer in die Anstalt gegangen und dann konnte man speichern. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier aussieht. Ich meine, das war auch so. Und immer durch diesen Spiegel. Ja, komm. Brauchen wir jetzt nicht. Tab. Wir können auch Tab drücken. Ach, okay, was sollte ich mal machen? Hier meine Karte, wir sind hier. Kapitel 2. Ach, das ist schon Kapitel 2. Missionen? Kapitel 1.
Kapitel 2. Inventar. Nice. Arm ausbeißen. Komponenten, wichtige Objekte. Informationen. Okay, da sind die ganzen Sachen, die ich finde. Statistik. Haben wir schon eine Statistik? Boah, ich spiele schon 44 Minuten, ist noch gar nichts passiert. Ich will eine Waffe haben. Ja! Eine Waffe! Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Okay, jetzt kommen wir nach draußen. Vielleicht ist das der richtige Ort. Wir kommen ja gar nicht nach Beacon. Wir kommen ja nach Union. Wurstsalat war lecker. Gib mir immer was. Ich hoffe, du bist hier. Das ist das Foto von unserer Familie. Familie Castellanos. Castellanos, wie man es ausspricht. Ich dachte, das Foto wäre für meine Freunde verloren gegangen. Naja. Hier nichts atmen. Braucht noch Zuckerwatte. Myra sah so schön aus wie nie zuvor. Myra ist wahrscheinlich unsere Frau, wenn man so aussieht. Ist das? Schöne Scheiße, Waffe. Caitlin? Sebastian, wo warst du? Wir haben dich verloren. Keine Ahnung. Aber es war auf keinen Fall eine idyllische Kleinstadt. Irgendwas Furchtbares geht hier vor, Kidman. Baker ist tot. Hallo, Ishikawa. Hier läuft ein Killer rum, der Dinge tun kann, die... Nisi, hat es eigentlich geantwortet? Schaffst du einen 24-Stunden-Stream? Wohin zum Teufel hast du mich geschickt? Ich weiß es nicht. Wir sehen von hier draußen nichts. Baker führte das Team an. Wenn er tot ist, bedeutet das für die anderen nichts Gutes. Schau sie dich doch weiter um. Je mehr Infos du sammelst, desto besser kann ich dir helfen. Ja. Muss mal warten, bis der Fertigkeit startet. Errungenschaft, willkommen in Union. Kraut, eine Pflanze mit heilenden Eigenschaften. Mit dieser Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Okay. Kann ich da... Wie kann ich denn... ich hab gar nichts. Okay. Dann kann ich auch nichts machen. Ich kann auch nicht einfach speichern, ne? Ja, Insider, da muss ich immer warten, bis ich einen Speicherpunkt irgendwann finde. Wenn ich dann nachher nicht übergebe. Du wurdest gerade in die CDU aufgegeben? Nein. Nee, ich glaub nicht. Ja, Insider und Danny, dann müsst ihr euren 24-Stunden-Stream alleine machen. Ich glaub nämlich auch nicht, dass ich 24 Stunden schaffe. Armer Mistkerl. Dann müsst ihr jeweils im Wechsel 24 Stunden machen. Erst Danny, dann Insider, dann Danny, dann Insider. Nie mehr CDU, genau. Was hat er dazu gesagt? Guck mal, da liegen noch voll viele Sachen drin. Mach mal kaputt, ja. Komm nicht unter Käfer raus. Ich will das kaputt machen. Aber da braucht ein bisschen frische Luft, der Junge. Ich könnte mal... Soll ich mal die Pflanze essen? Tab. Inventar. Nee. Ich hab doch eine Pflanze eingesammelt. Wo ist denn meine Pflanze hin? Statistik, Information, Mission. Habe ich die gegessen? Keine Sorge, Sebastian. Das ist nur eine kleine, ruhige Stadt. Meine Pflanze ist weg. Ja. Hoffentlich wird der Sommer nicht so heiß wie letztes Jahr. Nee, diesmal war keine Kellerwohnung mehr. Glaube ich wieder zurück. Du musst essen. Hallo? Du musst essen. Hey! Du musst essen. Ja, ich muss auch essen. Ich habe auch Sie muss mich gehört haben. Ich schaue lieber. Warte, nicht reingehen. Ich muss erst mal gucken, wie ich die Waffe ausrüste. Warte. Er hört nicht auf mich. Und unter Komponenten? Da war eine Kategorie Komponenten. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Danke, Hallo? Goku. Du hast das Spiel wahrscheinlich auch noch. Du müsstest das Spiel doch durchhaben, ne? Du bist doch auch so ein Resident Evil-Fan. Ich bin leider heute nicht so gut drauf. Aber man hat auch nicht immer Tage, wo man gut drauf ist. Aufessen. Du musst essen. Du musst essen. Haut und Knochen. Das möchte ich gleich nicht essen. Das ist ein bisschen da. Also wenn ihr gleich gerade am Essen seid. Ich sagte, iss!
Ich hoffe, ihr seid gerade nicht. Dann schaut am besten nicht hin. Na also. Nightcrawler ist neu. Nightcrawler, habe ich dir schon mal gesagt. Vielen Dank, jetzt kann ich gar nicht gucken. Jetzt läuft mein Chat ja gar nicht. Muss ich gleich mal bei... Warte. Das wird doch wahrscheinlich hier angezeigt, oder? Könnt ihr mir mal sagen, was da gerade kam für einen Aufruf? War das ein neuer Follower? Ich hab's gerade nicht ganz mitgekriegt. Ich habe nur die Musik gehört. Ich habe ja jetzt mein Stream läuft ja nicht mehr nebenbei. Wegen meinem Internet. Follow von Marv. Danke, Insider. Hallo Marv und schön, dass du reinschaust und danke für dein Follow. Das müsst ihr mir jetzt immer sagen. Ich kann das gar nicht mehr nachvollziehen. Ja, ich hab nur A. Und er schießt direkt schon daneben. Fuck! Ja, er hat den Sorgen. Würde der mal bitte nicht meine ganze Munition verschießen? Das war ein Headshot. Glaub's gar nicht, wie sehr ich den Montag vermisst habe ohne dich. Oh, Patrick, das ist aber echt lieb. Hast du schon Resi 2? Nee, ich hab das jetzt... Das haben so viele im Moment gestreamt. Ich hab schon überlegt, dass ich das jetzt streame, aber... Ich warte mal ein bisschen. Oh Gott. Ja, jetzt bin ich selbst sonst schuld. Ich hab mein... Wie rüste ich denn die verfickte Waffe aus? Maus 2 halten und ziehen. Wackel nicht so! Hallo, das war doch in den Kopf. Scheiße. Wieso hab ich die Zielhilfe ausgemacht? Oh ja, grüner Schleim. Grüner Schleim. Damit können wir uns upgraden übrigens mit dem grünen Schleim. Ich wollte euch nochmal gucken. Goku hatte ja gesagt. Was hast du gesagt, wo das drunter ist? Inventar? Unter Komponenten hast du gesagt. Konnte ich das nicht auch aufs Kreuz legen? Also. Ich könnte auch mal. Ja, so. Hier Waffe. Und hier möchte ich noch mehr Sachen drauflegen. 1, 2, 3. Was killert mich? Wofür Granate kommt nicht? 1, 2. Schnell Zugriff festlegen. So, du bist 1. Und jetzt möchte ich gerne auf 2. Nein. Ich könnte scheinbar nur die Waffe darauf legen. Resident Evil Zero kommt auch noch. Ja. Dein Aim ist noch bei CSGO hängen geblieben. Ja, tut mir leid, das war jetzt echt schlecht. Einen Schuss habe ich nur noch. Oh, wo habe ich jetzt drauf gedrückt? Kidman. Das ging schnell. Hast du was Neues erfahren? Ja, habe ich. Dass es hier wirklich wie im Beacon ist. Die Leute verwandeln sich in Kreaturen. Was kitzelt mich denn hier so? Verdammt, was zur Hölle ist passiert? Keine Ahnung. Aber Lilly schwebt definitiv in größerer Gefahr als gedacht. Sebastian. Hör auf, Kidman. Überlass mir das. Ich finde sie. Mach mal die Taschen mal so an. Komme ich denn wieder auf mein Messer drauf? Ich raff's nicht. Wo ist mein Messer hin? Messer 2. Habe ich jetzt mein Messer wieder? Ach, das habe ich die ganze Zeit in der Hand. Okay. Okay, ich verstehe. Nur wenn ich ziehe, dann schießt er mit der Pistole. Ich hoffe, du stehst nicht auf. Hast du ein bisschen Munition für mich? Dieser Pfeil hier, ne? Goku? Der hier jetzt an der Wand ist, ne? Der weiße. Da unten. Was bedeutet der? Weil
Da ist nichts, nie. Hier ist auch wieder so ein Fall. Aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht. Ich kann hier nichts kaputt schlagen. Oder E drücken oder sowas. Das geht alles gar nicht. Was ist ein First Aid? Spielen. Spritzen. Die möchte ich auch gerne hier auf mein Kreuz legen. Spritze. Auf 2. Nein, auf 2. Waffe auf 1. Okay. Ach, da kann ich in Deckung gehen. Ach, okay, danke. Ja, mein Hans ist auf einmal wieder da. Ich weiß nicht wieso. Ich habe nichts gemacht. Ich bin doch eh niemand, der viel in Deckung geht. Das wisst ihr doch. Ich gehe mal direkt drauf. Vielleicht haben wir hier noch ein paar Goodies. Da haben wir was. Nehmen. Schießpulver. Diese Komponente können Munition und andere nützliche Gegenstände hergestellt werden. Okay. Aber ich glaube... Warte mal. Hier ist dieser Fall. Ah, okay. In Deckung. Ich verstehe. Nein, geh wieder raus aus der Deckung. Hallo, steh auf. Ah, erschreck mich doch nicht so. Chris, erschreck mich nicht so. Soll ich mich eigentlich mal heilen? Ich bin ja nicht gerade so cool, ne? Ich brauche noch einen Monitor. Vielleicht hole ich mir noch einen ganz kleinen. Erschrecken wäre. Nein, das erschreckt mich jetzt nicht. Danke! Da liegt was. Oh ne, ein bisschen Anschnallgurte. Ich kann hupen. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist, dass ich hupen kann. Herr Ju, woran halt die Lehen? Woran halt gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Lehen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Erdbeben, daran halt gelegen. Wie ich diesen Sound vermisst habe. Ich wusste auch nicht, dass das so laut ist. Ah, Munition. Das ist bei Evil Within immer so geil. Da liegt immer ein richtig fetter Haufen an Munition. Und dann sind da zwei Kugeln oder eine Kugel, die du aufnehmen kannst. Können wir wieder Schießpulver rausmachen? Ich denke mal, die gehen nicht kaputt. Nein, die sehen nicht anders aus. Ich will hier nichts übersehen. Haben wir wieder ein Auto? Achso, kann man reloaden. 4 Schuss, yay! Davon schießt sich 3 daneben. Da steht Union. Ich glaube, hier ist nichts drin. Aber ich mag so gerne die Autoscheiben kaputt machen. Das macht Spaß. Wir sind gleich in der Stadt angekommen. Ja, Chris, Purpur ist doch jetzt immer hinter mir. Du siehst ihn immer. Da. Kannst du ja Sonntag wünschen. Du machst ja Sonntag gar keinen Wunschstream mehr. Was denn jetzt? Dann gehen wir mal nicht da lang, sondern hier lang. Können wir vielleicht noch was liegen? Nein. Unsichtbare Wand, hallo? Also was stört mich ja immer extrem in Spielen. Unsichtbare Wände, ne? Vor allem heutzutage muss das doch nicht sein. Ich glaube, da laufen gerade ein paar Zombies rum. Ich bleib mal so ein bisschen im Gebüsch. Ich weiß nicht, ob ich schon schleichen soll. Boah, wow, da geht aber ab. O'Neill, Bewegung! Dann kann ich Insider meine Wunschspiele, genau. Ich hab den Rapper getötet. Ich wünsch mir doch auch immer schöne Sachen.
Morbius-Agenten. Also leben doch noch welche. Verdammt. Ja, muss ich da wohl hin, was? Sind überall. Ich muss da rein und den Kerl ausquetschen. Ja, ich schleiche ja schon. Mit 11 kann ich eine Attacke machen. Ja, das heißt, genau. Die sehen mich ein bisschen oder hören mich ein bisschen, die hören mich viel, da haben sie mich entdeckt oder so. Oh, die haben mich entdeckt. Ich muss da ja nur schnell rein. Okay, ich glaube, ich bin tot. Okay, ich glaube, ich bin tot. Also, das ist aber ein Hit und direkt tot, ey. Gestern haben sie dich zerstört. Ach, Mann. Ich bin ja gar nicht reingekommen. Ja, schleich. Direkt die erste Schleichszene und ich verkacke hier. Ich kann doch nicht schleichen. Bist du doch. Wo wurde ich denn gesehen? Kann ich wieder neu nicht verstecken? Okay, ich muss das jetzt nochmal machen. Jetzt weiß ich zumindest, wo die war. Boah, die haben mir aber hoch aufs Maul, ey. Tut mir leid. Softbox ist volle Pulle an. Ich kann die gar nicht heller machen. Ich hab die schon richtig hell. So noch. Ich kann die noch näher ranstellen, aber. Jetzt habe ich sie noch heller gemacht. So. Jetzt warte ich mal auf die Ische. Ja, geh mir nicht auf den Sack spielen. Versuche jetzt mal einen Schleichangriff zu machen. Ich wurde schon wieder entdeckt. Komm, lauf mir hinterher. Geh rein! Geh rein! Geh rein! Geh rein! Oh fuck! Oh, meine Energie ist nicht mehr. Das ist ein bisschen besser jetzt. Okay. Keine Ahnung, wieso die Software. Das müsste eigentlich halten. Okay, ist gerade keiner. Mal kurz warten, bis meine Energie wieder voll ist. Ja. Ich habe ja auch kaum Energie, ne? Ich finde hier jede Menge Schießpulver an dem Scheiß. Aber ich kann ja noch nichts mixen. Ja, ja. Ich hoffe nur, ich muss da nicht nochmal raus. Da komme ich nämlich nicht mehr raus. Schrei am besten nochmal. Da geht's, oder was? Oh Gott, Steph und die Mini-Tee. Wo sie sind. Okay. Da kommen noch mehr Szenen, Insider. Kann ich dir versprechen. Nicht, jede Menge Spaß. Ich tue ihnen nichts. Aber die waren doch alle tot, die Mobius, Leute. Wir haben doch die Fotos gesehen, wo die Headshots gekriegt haben. Nehmen Sie die Waffe runter. Ich bin auf Ihrer Seite. Sie sind nicht von Mobius. Und Sie sind keines dieser... Dinge, Mini, die mach erstmal die Games, die du noch auf meiner Seite sind. Ja, ich mache mal das, worauf ich Bock hab, ne? Ich arbeite nicht für Mobius. Aber ich wurde von ihnen hergeschickt. Haben Sie diese Dinger da draußen gesehen? Wozu die fähig sind? Ja, habe ich. Zum Glück hat sich Ihr Partner bereitwillig geopfert, damit Sie entkommen konnten.
Er war nicht mein Partner. Er gehörte zum Sicherheitsdienst in Union. Es war sein Job, mich zu beschützen. Oder vielleicht die Lampe hinter mir aus? Und mein Job ist es, ein Hardware-Problem zu lösen. Zum Sterben werde ich hier nicht bezahlt. Ich bin kein Soldat. Ich bin nur ein Techniker. Das sehe ich. Halt! Oder ich schieße! Bin ich jetzt heller? Vielleicht hat die hinten... Ein Soldat hätte Yoshi. Die Waffe entsichert. Yoshi ist da oben. Da komme ich nicht dran jetzt. So ein bisschen besser? Ich sag doch. Jetzt werde ich wir aber extremst geblendet. Ey. Also nochmal. Oh, der Dackel ist doch hinter mir. Ich bin Sebastian Castellanos. Finde ich jetzt aber nicht schön. Nicht her. Ja, ich mach die Lampe hinter mir wieder an. Ich bin O'Neill. Liam O'Neill. Sie sind nicht von Mobius, aber wurden von Ihnen geschickt. Jetzt ist es zu hell. Warum? Ich suche nach meiner. Ja, muss ich nochmal rausfinden, wie ich es am besten mache. Ich lasse es jetzt. Genau wie Sie. Ach ja? Viel Glück dabei. Ich bin hier fertig. Ich halte hier einfach bis zur Abholung. Ich wollte nur eine Lampe von der Seite. Das wird nicht passieren. Nicht bevor Lily gefunden ist. Wer ist Lily? Popo ist aber nur Popo, wenn er tanzt. Wir stecken hier fest, bis der Kern gefunden ist. Können Sie mir helfen? Wenn Sie mich bitten, mit Ihnen da rauszugehen, vergessen Sie's. Das hier ist ein sicherer Unterschlupf und hier bleibe ich. Klar? Jetzt habe ich extra den Ton rausgesteckt wegen dir, nur damit ich Popo holen kann. Ich habe deine Signale auf der Frequenz des Kerns empfangen. Wir wollten sie orten, wurden aber angegriffen. Hier, hören Sie mal. Jetzt den Ton wieder reinstecken. Ja. Klingt wie ein kleines Arizona habe ich nicht. Arizona hast nur du und Insider, oder? Kalifornien, gelbes Licht. Ja, ich mach demnächst wieder bunt. Der Kern? Ich glaube schon. Mach demnächst aber wieder ich bunt. Ich habe hier schon alle möglichen seltsamen Signale empfangen. Sie wissen es erst, wenn Sie den Ursprung orten. Wie mache ich das? Ihr Kommunikator kann es auch empfangen. Also kriegen wir jetzt einen Kommunikator? Sobald Sie draußen sind. Ach nee, wir haben schon. Wahrscheinlich empfangen Sie draußen auch andere Signale. Könnte nicht schaden, Sie zu verfolgen, um herauszu. Auf keinen Fall. Erst der Kern. Nur so kommen wir hier raus. Also gut. Jetzt wird das Spiel verbinden so ein bisschen Open-World-mäßig. So kann ich mich melden, wenn was ich was finde. Was hat Evil bisher noch nicht gehabt, finde ich. Okay. Kann wohl nicht schaden. Die Mission, Ihr Team. Sie stecken hier also schon seit einer Woche fest? So lang schon? Verdammt. Hier vergeht die Zeit wie im Flug. Das stimmt, du hast nur halt, wenn ich das Mikro anmache. Etwa wie zum Essen sind wir zurück. Stimmt, dafür habe ich Arizona heißt. Ich habe auch den Wäscher nicht, Leute. Was ich bisher kannte. Macht Ausrufezeichen Sound, dann seht ihr, was passieren, wenn ein Kern verschwindet. Aber was hier geschieht, Danny ist und Insider haben schon so viel von Kein Pardon, da wollte ich nicht auch noch was wir davon nehmen. Stabilisierungsemitter benutzt, aber er muss ja auch jeder ein bisschen individueller sein. Stabilisierungsemitter, was ist das? Sollten Sie das nicht wissen, wenn Mobius Sie geschickt hat? Insider ist der King auf Kein Pardon Sounds, ja, der hat echt viele. Ihr Team bestand aus 5 Mitgliedern? Es gab einen Sicherheitsdienst, der uns geholfen hat. Sollte mal ein bisschen aufpassen, im ne? Im Suchteam sind 5 Leute. Moment, haben Sie gerade Bestand gesagt? Baker. Er ist tot. Oh, überrascht mich nicht. Er hatte ein starkes Signal erfasst und ist dem nachgegangen. Ich sagte ihm, Sie sollen uns abholen und die Funde melden, um die gefährliche Arbeit anderen zu überlassen. Aber als Anführer wollte er davon nichts hören. Ich habe noch eine andere Lampe hier. Immer den Tapferen spielen. Wissen Sie, es ist ein schmaler Grat zwischen Tapferkeit und Dummheit. Ja, und auch ein schmaler Grat zwischen Vorsicht und Feigheit. Ist besser? Nein. Hey, ich bin nicht froh, dass er tot ist. Für was für einen Arschloch halten Sie mich? Ich hoffe, den anderen geht es gut. 12. Ich sag Bescheid, wenn ich noch jemanden finde. Schönes T-Shirt. Dankeschön, Montgomery. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Mit den Peanuts. Hey. Moreta? Da draußen ist es gefährlicher als erwartet. Irgendeine Idee, wo ich Waffen und Vorräte finde? Ich wollte Ihnen ja von diesem Signal erzählen, aber Sie haben nicht zugehört. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ich habe gehört, wie sich zwei Mitglieder des Mobius-Sicherheitsteams über Waffenlager unterhalten nicht haben. 12, 3. Vielleicht kommen sie durch Sie an Ausrüstung. 1, vielleicht können 2, die Ihnen ja noch helfen. 1, 2, 2, ich denke darüber nach. Oder? Kommen Sie, ich bin hier ganz allein. Ich könnte Schutz gebrauchen. Wenn die letzte Wache sich vielleicht nicht für Sie hätte opfern müssen? Wie auch immer. Ich markiere das Signal aus Ihrem Kommunikator. Folgen Sie ihm oder auch nicht. Ist mir gleich. Diese Dinger sind ziemlich zäh. Man braucht viel Munition, um die abzuschütteln. Haben Sie hier auch was Stärkeres?
Hier drin nicht, aber draußen könnten sie fündig werden. Wir kriegen nämlich jetzt jede Menge Nebenquests, wo wir Munition sammeln können, wo wir noch irgendwelche Typen suchen sollen. Wissen Sie, wo ich was von dieser Feuerkraft finde? Das machen wir auch erstmal alles. Das Chaos. Sie werden nicht einfach über einen Haufen Waffen stolpern. Aber ich habe draußen was Nützliches bei einem verlassenen Transporter gesehen. Ich markiere die Position. Aber Vorsicht, da ist alles voll mit diesen Dingen. Schon wieder Nackenschmerzen. So schnell Nackenschmerzen. So, das war's. Zurück. So, was haben wir denn hier Schönes? Lass mal hier Vorrat aufstocken. Speicherterminals. An Speicherterminals kannst du deinen Fortschritt jederzeit speichern. Du findest sie in Unterschlüpfen und Sebastians Zimmer. Okay, wir speichern erst, wenn wir alles eingesammelt haben. Munition! Kaffeemaschine. Wenn du Kaffee an einer Kaffeemaschine trinkst, erlangst du deine vollständige Gesundheit wieder. Kaffeemaschinen brauen nach Gebrauch eine weitere Kanne. Dauert nur eine gewisse Zeit, okay? Ja, dann trinken wir mal Kaffee, wa? Divinity ist die neue Bett. Was? Ich kann das nicht mehr. Weiter steht das hier nicht. Bettina wahrscheinlich. Nein, hast du das geklärt? Das tut gut. Erstmal einen neuen Wäscherson eingebaut. Sehr gut. So, volle Energie. Werkbänke. Hier können wir Sachen herstellen. Gucken wir doch mal, was wir direkt hier machen können. Ja, tu nicht so. Komm, rein da. Herstellung, Waffenverbesserung. Was machen wir denn? Herstellung? Pistolenmunition. Können wir 4 Stück herstellen oder was? Ich weiß nicht. Ich sollte mal irgendwie. Jetzt können wir keine mehr herstellen. Okay. 13 Schuss, da müssen wir aber mal ein bisschen treffen, ne? So, können wir schon was upgraden? Waffenteile 0. Nein, wir können gar nichts machen. Okay, wir machen Waffenteile. Improvisieren. Wir wollen nicht improvisieren. Da haben wir Waffenteile. Aber eins reicht nicht. Da haben wir noch mehr Waffenteile. Ich denke mal, das wird immer noch nicht reichen. Ich kann ja mal kurz gucken, aber ich denke mal nicht. Feuerkraft auf jeden Fall. 25 haben wir. Wir brauchen 90. Ja. Nö, kannst du klicken. Aber wir speichern jetzt mal. Und Ausdauer will ich upgraden. Ja, hier sind noch meine alten Speicherplätze. Da muss ich aufpassen, dass ich da nicht drüber will. Hat er jetzt gespeichert? Ja, von 2018 sind die noch. Mach erstmal schön Reload. Wo kam ich jetzt her? Hab schon wieder vergessen. Kam ich hier oder hier? Kein Plan. Da kam ich her. Da gehen wir erstmal nicht lang. Da ist der Spiegel. Ja, die ist Verbrennung. Was zum... Wer war das? Jetzt können wir wieder nach Beacon Hill. In die Nervenheilanstalt. Dann gehen wir mal rein. Nächster Stream ist doch bei dir am Samstag, oder? Ich versuch's. Eventuell. Hier haben wir auch eine Werkbank. Da ist die Schwester wieder. Da ist auch wieder ein Speicher vorhin. Ja, jetzt sind wir wieder da. Nee, komm. Pack uns da hin. Wir müssen auf den Stuhl, da können wir uns nämlich upgraden. Weiter haben werde ich leider nicht können. Ach nö. Dann kannst du kein Monkey Island gucken, Chris. So, hier können wir uns jetzt upgraden und uns schöne Sachen spritzen. Hey,
Mit dem grünen Gel, was wir einsammeln. Aber ich denke mal, das reicht noch nicht. Detective Castellanos, was für eine angenehme Überraschung. Willkommen zurück. Sie schon wieder? Wie kann das sein? Ich könnte Sie dasselbe fragen. Aber es ist schön, ein vertrautes Gesicht. Ach, nicht mit Monkey Island, sorry. Insider. Insider des Kosmos kommt ja da. Sie wirken müde, Detective. Genau, bei wem bist du denn auf dem Konzert, Chris? Sicher, der war total verrückt. Und Renate oder so. Renate. Also, verbessern. Ist ja so ähnlich wie bei Silent Hill mit dem veränderten Raum. Na, nicht so ganz. Wir haben 200 Gel. Und es kostet 1500. Ja, herzlichen Glückwunsch, wir gehen ja mal wieder raus. Wir müssen erstmal Gegner killen. Weil nur wenn wir Gegner killen, kriegen wir das Gel. Mit 200 Gel können wir nicht viel anfangen. Gut, hier ist eine Werkbank. Ah, jetzt geht die Tür auch auf. Durch den Spiegel können wir wieder zurück. Hier können wir speichern. Hier mal wieder die Katze, wenn wir wieder Dias finden. Ich glaube, mehr haben wir hier nicht. Können wir hier noch rein? Hätte ich mal auf einfach gespielt, hätte ich mehr Munition gehabt, wa? Die wackeln auch so viel. Vargas Blues? Kenne ich nicht. Haben wir nichts gemacht, also brauchen wir nicht nochmal speichern. Boah, fuck, ich muss jetzt genau da wieder raus, wo ich reingekommen bin. Das ist nicht fair. Oder warte mal, hier ist vielleicht ein Ausgang. Oder ist der das? Neffe von Mick Jagger. Geh nach draußen und benutze den Kommunikator, um die Stimmen des Mädchens aufzuspüren. Welche Taste? F? Ja? Ne, erst nachher. D. T. Wie ist der Kommunikator denn? So. Cool. Okay. Mal sehen, ob ich dieses Signal finden kann. Muss ich mich ein bisschen drehen, ne? Ja, aufpassen. Ist ziemlich weit weg. Aber das ist meine einzige Spur. Gott, hoffentlich ist es Lily. Ja, mal noch eine Spur. Wir sind erledigt. Das sind zu die Abtönigen. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Wir sind erledigt, sagt er. Sobald wir die Vorräte haben. Na los. Das muss das Signal sein, das O'Neill erwähnt hat. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Okay, dann haben wir jetzt hier zwei Sachen. Ja, gehen wir wieder raus. Ich brauche jetzt erstmal. Erstmal Munition und so Sachen. Boah, ich hoffe, wir sind nicht zu viele Viecher jetzt. Okay, es ist wie ein Silent Hill. Die Straßen brechen ab. Ja, da! Hallo! Schön, dass du reinschaust! Denk mal so gegen, weiß ich nicht, 8, Viertel vor 8, 8 wird der Insider dann übernehmen, was oder? Hölle. Dann geht's direkt weiter. Ja, was streamst du eigentlich? Gibt es bald nichts mehr zu suchen. Wolltest du Fun-Spiele spielen, ne? Finden. Haben wir schon wieder ein neues Signal? Ich habe das mit den Signalen letztes Mal schon nicht gebracht. Und Q geht auch gar nicht mehr. Welche Taste habe ich denn gedrückt? Ich habe Q gedrückt. G. Das war das Mädchen. Da haben wir noch was anderes, die Abtrünnigen. Und da haben wir noch ein neues Signal. Toter Mobius. Ersatzteile. Okay. Ja, wieder raus. Mach mal Karte. M ist natürlich nicht Map. Mission Karte. Okay, da haben wir was. Hier ist unser Unterschlupf. Ich habe keine Ahnung, sollen wir erstmal da gucken? Ich kann schon klar nicht sehen. Doch, Chris ist es! Hallo, Chris! Nee, warte mal, Chris? Hat Miaudra! Miaudra, du hast einen Sub von Chris bekommen! Ja, sehr schön! Danke euch beiden!
was macht ihr da eigentlich? Was, deine Mama redet so? Und Tino ist da, oder was? Habe ich Tino übersehen? Hallo Tino, falls du da bist. Da ist Tino, hallo. So, wir gucken uns jetzt mal ein bisschen in der Stadt hier um. Da liegt doch schon mal was. Flaschen. Das Werfen von Flaschen kann genügend Lärm verursachen. Okay. Zum Ablenken. Hier liegt noch ganz viel. Das will ich mal alles einsammeln. Waffenteile. Flasche. Da steht mit Sicherheit jemand auf. Eine Handaxt. Nice. Diese Dinge häufen hier Leichen auf. Ich höre auch schon Lisa. Oh. Ich bin so schlecht im Verstecken, ne? Geh raus aus der Deckung. Geh raus aus der Deckung. AD, 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 AD. Ich drück AD, ich drück AD. Leck mich doch. Was ist Licht denn hier? Da leuchtet doch was. Emblem! Genau, Emblem. Schießpulver. Dann können wir wieder Munition herstellen. Ich glaube, in die Richtung möchte ich erstmal nicht weitergehen. Wollen wir mal checken, ob wir in die Gebäude hier können? Ich würde gerne speichern immer wieder. Hier können wir schon mal rein. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir. Das hat ein bisschen was von Outlast, oder? Bitte vergib mir. Oh Herr. Jetzt kannst du auch so einen Weg pinken. Achso. Ich hab gerade was anderes gelesen. Bitte vergib mir meine Sünden. Vergib mir. Oh Herr, bitte. Emblem ist voll richtig ausgesprochen. Hallo? Oh, wie süß ein Engelchen. Alles in Ordnung? Dosti! Hallo! Dankeschön für dein Zahn. Heute ist ja was los, ey. Hallo Dosti, schön, dass du da warst. Tentakel, die Bibi, was? Kein Tentakel. Das ist Tentakel. Hugo Tentakel. Kann ich was machen? Der steht mit Sicherheit nochmal auf, ne? Ich weiß auch gar nicht, was mit dem jetzt passiert ist so genau. Aber ich hoffe, der bleibt liegen. Musik passt voll, ja. Ja, sicherlich. Ja, komm. Und herzlichen Glückwunsch. Ich sterbe jetzt, Leute. Bist du tot? Bist du tot? Da war noch. Hab ich den da schon gekillt? Krass. Wenn das weiter so geht, habe ich bald wieder keine Munition mehr. Gucken, was hier los ist. Spritze. Kraut. Ah, so Schlüssel. Damit können wir Goodies freischalten. Wenn wir in der Heilanstalt sind, dann sind ja so leichten Trucks und da können wir da ein paar Sachen. Oh, 32 kann man finden. Okay. Ich habe nicht viel Munition. Aber wie ist das denn bitte, wenn man auch schwer spielt? Ich guck mal in den Gängen hier, ob hier noch was liegt. Das spiegelt sich immer voll hier in der Scheibe. Ich erschrecke mich immer wohl. Okay, da ist erstmal nichts. So, habe ich was verpasst? Ihr begrüßt euch gerade alle. Hallo, hallo. Im Zweifelsfall alle mit Emblems umwerfen. Natürlich in seiner. Oh nein, das ist doch so ein Zeichen. Was? Komm, da rein in den Kopf. Ich will doch nicht meine ganze Munition verschießen.
Bunyan Besucherzentrum. Du kannst auch einfach mal Deutsch aussprechen. Union. Ist mit Sicherheit auch wieder jemand drin. Hallihallo. Was ist das? Schießpulver. Aber wir haben wieder eine Menge Schießpulver bekommen. Vielleicht sollte ich gleich mal eben noch mal ein paar Munitionsteile herstellen. Ein paar Kugeln. Zwar noch nicht viel gemacht, aber die Werkbank ist ja direkt um die Ecke hier. Informationen, ja, Informationen brauchen wir eigentlich nicht. Willkommen in der, ja, schön, dass Sie in der schönen Stadt Union sind. Herzlich willkommen. Waffenteile. Wie viel brauchen wir? 90, um abzugraden, ne? Ich glaube 90 war das. Ist verschlossen. Gut, dass der Dieter schon haben wir mal von alleine an, ne? Ne, hier haben wir nichts. Ist hier noch was? Hier haben wir noch was? Wegen dieser Bambusleitung kein CSGO-Stream. Sehr schade, wirklich. Ja, ich glaube auch, dass es nicht geht. Eine Sicherung. Mit dieser Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Okay. Mal gucken, was wir daraus machen können. Das ist schon ein Wunder, dass wir überhaupt zu zweit CSGO spielen können. Ich hätte schon Angst gehabt, dass das nicht geht. Na komm, da ist mir zu viel los. Wir gehen mal ganz kurz nochmal rein. Aber ich mache jetzt nicht zu viel Lärm. Wir sind noch weit genug weg. Nein, nein, nicht so. So. Komm, hier muss auch was drin sein. Ich will mal auf Leertaste springen, aber der geht immer in Deckung, der auf Leertaste. Der kann ja nicht springen. Okay, hier gucke ich auch noch mal kurz auf. Oh, warte mal, da war ein Fass. Oh, der Pfandflaschentyp hier. Steckt sich erstmal die Pfandflaschen rein. Schießpulver. Steht Mobius drauf. So, wir machen uns noch mal ein paar Kugeln und dann hauen wir die da hinten weg. Ich muss mal ein bisschen die Uhr im Blick halten. 20 nach. Aber wir haben gut mit der Hildegard gespielt. Haben wir ein paar gute Matches gemacht. Hildegard hat mitgemacht. So. Kann ich wieder Kaffee trinken? Nee, kann ich noch nicht. Guck mal ganz kurz, ob wir herstellen können. Pistolenmunition auf jeden Fall. Mal so viel es geht. 9. Spritze. Können wir auch herstellen, ne? Okay, mehr als 3 können wir sowieso nicht machen. Zurück. Und das hier geht immer noch nicht, ne? Ne. Aber wir haben erstmal wieder ein bisschen Munition hergestellt und der speichert auch von alleine. Das ist sehr nett. Aber. Ich traue dem Spiel nicht. Wir legen nochmal einen extra Speicherstand dann. Komm, wir speichern mal von hier oben was. So. Jetzt habe ich erstmal wieder ein paar Schuss. Ich glaube, gegenüber von dem Gebäude war ein Punkt, wo wir hin mussten. Ich jetzt blöd. Hier kommen wir gar nicht mehr raus. Hat er ja zugemacht. Ups. Falscher Ausgang. Hier. Ich spreche wahrscheinlich viel zu oft zwischen euch. Ja, ja, das haben wir ja schon mit den Kommunikatoren oder schon gemacht. So, da war die Kirche, da war das Besucherzentrum. Und da draußen ist auf jeden Fall eine Leiter. Hm. Na, da hinten gehen wir gleich auch noch hin.
Aber muss ja noch nicht sofort sein, ne? So, was haben wir denn hier? Metallrohr. Können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Aber es ist voll groß, hier liegt voll viel überall rum. Wie gesagt, es ist so ein bisschen Open World mäßig. Sonst ist mein Leben bis Ende immer sehr linear. Ich habe gerade ein bisschen Angst vor den Geräuschen. Gehen wir die Leiter hier hoch. Oh, hier haben wir noch einen Leiter. Da knurrt auf jeden Fall einer auf dem Dach. Den höre ich knurren. Ach, ich habe noch gar nicht in den Himmel geguckt, ne? Als die Straße weggebrochen ist, sind wohl ein paar Teile in der Luft hängen geblieben. Gucken, ob wir mal einen Fleischangriff machen können. Ist wahrscheinlich nicht, so wie ihr mich kennt. Ob es mich gesehen hat? Ich kann's einfach nicht. Hast du schleichen? Ade, was muss ich drücken? Bin ich schon wieder tot? Nein. Komm, der war ein paar Mal in den Kopf jetzt. Schießpulver? Hat er gar kein Gel? Aber hier liegen ganz viele Sachen rum. Gucken, was wir hier haben. CSGO, ja, können wir mal versuchen, ne? Aber ich glaube da nicht so ganz dran. Obwohl es ja eigentlich nur CSGO ist, ja nur der Download eigentlich, ne? Ich will auch Köpfe zerplatzen lassen. Beschädigtes Präzisionsgewehr, stark beschädigt. Mit den richtigen Teilen kann es aber repariert werden. Ah, der Lauf ist hinüber. Aber der Rest sieht gut aus. Dann brauchen wir noch einen Teil. Muss ein paar Ersatzteile finden. Und dann haben wir vielleicht einen Sniper. Mobius, Kommunikationsprotokoll, Ersatzteile. Wir sind auf dem Dach des Gebäudes neben dem Besucherzentrum. Der Lauf ist, ich brauche dringend Ersatzteile. Die Teile sind im Vorratsschuppen gegenüber von Union Auto Repair. Das ist ganz im nordwestlichen Winkel der Stadt, okay. Jetzt markiert. Ach, wir suchen hier alles ab. Guck mal, was haben wir hier noch Schönes? Pistolen, Munition, Flasche, Schießpulver. Der hängt hier ein bisschen ab. Was habe ich hier oben alles, ne? Ist denn jetzt das noch markiert hier auf der Karte? Inventar nicht. Karte. Ne, jetzt ist das Symbol hier weg. Okay, dann gehen wir gleich mal dahin und dann dahin. Eigentlich wollte ich die Kirche hier, die Straße hoch. Wo ist denn? Ach du je, okay. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wir gehen jetzt mal dahin, wo was los ist. Und komm, wir spritzen uns mal. Aber von hier snipern. Und jetzt eine AWP. Ich kann auch nicht die Luft anhalten. Das ist einfach zu sehr am Wackeln, das mache ich nicht. Wir gehen einfach mal rein. Wir haben auch nur einen Techniker, der uns eine LTE-Zelle an höhere Priorität zuweist. Hier, wir haben einen Bekannten bei der Telekom, der arbeitet aber in Oberhausen. Ich glaube nicht, dass er hier was machen kann. Genau, ruf da mal an. Das wäre gut. Habe ich viel verpasst, war duschen. Nee, wir sind jetzt in Union angekommen. Und haben noch ein paar zusätzliche Aufgaben gekriegt. So wie Waffenteile suchen und noch weitere Überlebende finden. Geht nicht gut, Leute. Das geht nicht gut. Ich kenn mich doch. Ich will das Kraut haben.
Ein Molotow-Cocktail wäre jetzt auch gut. Habe ich nicht sowas? Inventar. Armbrustbolzen, Komponenten, wichtige Objekte. Ausrüstung. Was macht das denn? Ja, nur um abzulenken, ne? Ja, das bringt mir nichts. Ablenken kannst du auch jemand anderen. Ich glaube, ich gehe mal von der Seite ran. So. Bonus-Soda. Jetzt seht her und staunt, wie ich verkacken werde mit meinem Schleichen. Da wartet mal, wir gehen erst nochmal hier hin. Da ist auch noch einer. Ich will ja noch einmal einen Schleichangriff machen. Komm, Schleichangriff. Steh bloß nicht auf. Der steht gleich auf. Der ist schon so in Aufstehposition. Schleichangriff. Schleichangriff. Ja, Schleichangriff. So macht man das. Ja, ich merke schon hier. Ich hab vergessen, welche Taste das war. Ich weiß nicht mehr. Okay. Ja, ist aber nichts Neues. Doch. Ja, Abtraining hatten wir. Was ist das Mädchen? Das ist neu, ne? Weg. Nimm doch. Hab ich jetzt schon? Jetzt habe ich 120. Jetzt können wir die Waffe verbessern. Stinkt das so oder was hat er für Probleme? Oben auf dem Dach ist auch noch einer. Guck mal, da war noch eine Flasche. Voll. Ah. Da soll ich doch mal eine Flasche werfen? Wie rüste ich die denn aus? Flasche. Machen wir mal auf 3. 3. Nur zum Ablenken. Dann gehen vielleicht ein, zwei Leute da hinten hin. Das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert. Das macht überhaupt keinen Sinn, was ich da mache. Gods and Glory, so Gelegenheitsgames. Ja, das ist auf jeden Fall nice. Der Ding ist einfach, ich will die einzeln haben. Ich will die nicht alle auf einmal haben hier. Der eine hat sogar eine Axt. Der Axt Johnny. Achso. Ja. Wenn die sich umdrehen würde. Du siehst mich nicht. Schlecken. Nein! Mann, ich mache mal Nahkampf dann und dann macht er nicht. Wieso macht er dann nicht? Weil ich wahrscheinlich in der scheiß Deckung bin. Boah. Geh raus aus der Deckung! Das war nicht so geplant.
Oh nein, er schießt nicht. Er schießt nicht. Er schießt nicht. Ich bin tot. Ich bin auch noch nicht tot. Doch, jetzt bin ich tot. Nein! Ach nein, Leute, das ist doch kacke. Ach nö. Ist das immer noch Early Access? Gott sei Glory, ich weiß es gar nicht. Man kann ja auch jetzt mal super die Community-Strecken ausprobieren. Hast du das eigentlich ganz durchgespielt, Gott sei Glory, Danny? Also hast du alle Strecken geschafft? Das ist der Typ da mit der Brandkacke, den muss ich mal killen. Kostet einfach viel zu viel Schuss. Ich hab gleich keinen Schuss mehr. Beweg dich doch nicht. Drei Schuss. Munition? Keine Munition mehr. Ja, Nahkampf. Was soll's? Ja, der mit seinem Kackfeuer. Keine Munition mehr. Ist das wieder was Neues? Nee. Nee. Doch da. Blick da nicht so ganz durch. Also ich erfasse sie alle. Von drei Munitionsschuss hat er. Wang, Yang? Familie Yang heißen die, ne? Ding Dong? Familie Ding Dong? Ne, Ding Dong war es nicht. Oh, nochmal drei Stück, ey. Ich weiß nicht, ob ich die alle tot machen muss. Er speichert, okay. Hat hier gespeichert. Ich schaue mich mal ein bisschen hier hinten um. Das muss so. Komm ich da noch durch? Nee. Und nochmal drei Schuss. Yay. Sechs Schuss reichen aber nicht für die. Da ist noch einer. Was haben wir denn hier Schönes? Schon ewig her, dass ich so eine hatte. Armbrust. Dafür brauche ich aber auch Bolzen, ne? Errungenschaft. Wiedersehen macht Freude. Maus 2, zielen. Maus 1, spannen. Bolzentyp wechseln eher. Okay. Na, okay, ich hab Bolzen. Das kennen wir auch noch. Und hallo Sternstaubkind. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Nimm erstmal die Bolzen mit hier. Holzbolzen. Holzbolzen. Ei,
Irgendwie sieht er mich nicht. Ich würde ihn gern von hinten killen. Dreh dich nicht um. Ha, Schleichangriff. Nee, du siehst mich nicht. Nein. Du siehst ihn. Inside Air! Ihn streamt wieder. Jai und Hans, der Hans. Ansi Zombies, Priorübereich XDXDXD. Dankeschön. Danke für die 100 Bits, Hundi-Bits und für das Anti-Zombie-Spray. Gucken wir erstmal, was wir hier noch haben. Ich fühle mich immer sicherer, wenn der ein bisschen speichern würde noch. Wow, irgendwas flackert da. Was? Geh? Geh. Das sind zu viele. Du schleichst doch ganz gut, das ist doch super, Cowboy. Ist aber leider nicht so. Kann ich was machen? Oder nur zuhören? Technokratie? Keiner wird zurückgelassen. Soll das ein Witz sein? Ich will endlich mal loslegen. Hab keine Lust mehr, die blöden Techniker zu beschützen. Gut, dann sichern wir die Waffenlager, decken uns ein und räumen auf. Egal, ob es wie ein Monster oder ein... Ja, New Rogue ist cool. Schalte es ohne zu zögern aus. Was zum Teufel war das? Was auch immer, offenbar waren Erinnerungsfragmente. 1 von 24. Gab's denn nicht auch mal Molotow-Cocktails? Weil die normalen Gläser bringen mir ja nicht viel. Okay, so hier soll ich hin oder was? Da? Und da? Ach, noch mehr Signale. Ich weiß nicht, ob ich den beiden begegnen will. Die sind wohl abtrünnig geworden. Aber Waffen sind nützlich. Er speichert sehr gut. Voll, voll. Ja. Tja, wollen wir uns mal hier bei den Zügen umschauen? Dann geht's nicht weiter. Dann geht's auch nicht rein. Ich guck mal ganz kurz, ob wir ein neues Signal haben. Na, das Mädchen-Ding, das hatten wir ja schon. Wäre fast aufs Konzert gegangen. Bei wem? Heino! Leute! Irgendwo hört es auch mal auf. Heino ist schon hart. Nägel! Hast du Nägel? Hast du Brot? Ja, damit können wir wieder irgendwas herstellen. Guck mal, hier können wir rein. Oh, oder auch nicht. Guck mal, hier können wir rein. Klack! Ach, wieso kommt der denn immer? Jetzt darf ich wieder schießen, ne? Wenn die nicht so wackeln würden mit ihrem Kopf. Zwei Schuss wieder nur noch. Dankeschön. Vielleicht muss ich eh wieder auf Nahkampf gehen. Oh, warte mal, liegt da hinten noch was, bevor ich hier reingehe? Ja, scheiß. Ach, da komme ich auch noch durch. Ach, kann ich in jedes... Und wie ist das Game? Also bisher gefällt es mir. Am Anfang war es so ein bisschen typisch Evil Within 1 und jetzt ist es so ein bisschen Open-World-mäßig geworden. Man hat zwar den Auftrag, dass man seine Tochter finden soll, aber hat auch so ein bisschen kleinere Aufträge noch, wie Waffenteile finden, Waffenkomponente. Guck mal, hier ist die Kamera wieder und ich grusel mich gerade im Moment. Machen wir mal Licht an. Da hängt ein Arm.
Und noch verschollene Mobius-Mitarbeiter. Tasche verbessert. Yay, Tasche für Pistolenmunition. 1 von 5. Ja, es lohnt sich echt, dass man hier so alles durchsucht. Okay, ich kann nix. Kann hier nicht raus. Was? Hä? Vortreten, ich drück nur ein. Was war das denn jetzt komisches? Das speichert aber. Irgendwas war komisch jetzt. Ja, ja, piep, piep. Ich meine, ich suche gerne alles hier, aber ein bisschen Munition wäre auch nett dazu, ne? Kann ich in den Zug hier rein? Wartet mal, gucken wir erstmal den ersten hier. Bevor ich irgendwas übersehe. Ne, hier kann man auch nicht hoch. Und da war ich schon. Ach, ich habe schon wieder keine Ausdauer mehr. Hier ist die Venedig, hat Metzgerqualität. Lieber Arm dran als Arm ab. Da hast du recht, der Job geht. Dann gucken wir mal, was wir hier finden. 2 Schuss. Die hat einen Drehwurm, die Maus. Ich habe Angst, dass hier einer sitzt und mich dann anfällt. Lieber Bein dran als Bein ab, oder wie heißt es hier? Hier ist gar nichts, doch. Eine mysteriöse Maske. Du hast das Gefühl, schon mal gesehen zu haben und kannst dich nicht genau sagen, wann oder wo. Auf jeden Fall sieht ziemlich cool aus. Also beschließt du, es in deinem Zimmer aufzubewahren. Und was in welchem Zimmer? Komm ich hier durch? Nee. Ich glaube, hier in den Zügen findet man nur so ein paar Goodies. Man kann wahrscheinlich auch direkt durch zur Tochter wandern. Ja, dann gehen wir einfach mal hier lang, würde ich sagen. Guck mal, hier können wir wieder rein. Ach, ich drücke immer Leertaste. Ja, geil. Ach, wartet mal, Spielstopp. Ich habe doch einen Bolzen. Den Bolzen machen wir mal auf 3. Oder auf 2. Und die Spritze machen wir mal auf 3. Vielleicht mal mit dem Bolzen versuchen. 2. Wie viele Bolzen habe ich denn? Einen nur. Er? Auch nur einen. Ich habe überhaupt kein Zielkreuz hier. Ich weiß nicht genau. Was? Die Maske liegt dann im Büro im Irrenhaus. Ach, okay. Alles klar, ist nur Goku. Komm her. Daneben! Nein! Wieso schieße ich denn daneben? Dreh dich wieder um, damit ich dich von hinten umbringen kann. Mann, ich habe einen scheiß Bolzen und den schieße ich daneben. Das ist doch nicht wahr. Der dreht sich gleich kurz bevor ich da bin um. Scheiße. Und ich schieße daneben. Ja, Nahkampf, ne? Okay. Ich hab mir die Spritze gesetzt. Mann, ich brauche Munition. Ohne geht's einfach nicht. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück und stelle mir ein bisschen Munition her. Insider, bist du gleich soweit, dass du dich um 8 Uhr an dich übergeben kann? Wo habe ich jetzt aufgehört? Hier. Ja, piep, piep.
muss mir echt Munition herstellen, das geht nicht anders. Ja, der sieht mich, der ist mir mal egal gerade. Ich hoffe, der springt nicht runter. Bitte nicht übergeben, aber ich kann gerne übernehmen. Ja, okay. Alles gut. Nein, ich übergebe mich auch nicht. Ich mache mir gleich noch ein leckeres Hähnchen im Ofen. Hähnchen mit Pommes, ehrlich gleich. Da habe ich Bock drauf. Wollte ich mir schon die Tage machen, aber irgendwann hat dann der Backofen wieder gequalmt. Da habe ich mich dann nicht mehr dran getraut. Ich habe keine Ahnung, wieso der gequalmt hat. Ich habe mir ein paar Sekunden angehabt und dann kam mir da eine fette Qualmwolke entgegen. Da habe ich mich nicht mehr getraut, den anzumachen. Er hat den Zeitern dann irgendwann angemacht und danach ging es wieder. Ich weiß nicht, was da los war. So, Herstellung. Ach, eh. So, Moni. Oh, guck mal, Präzisionsgewehr. Da fehlt uns noch ein Teil. Boah, 6 Schuss können wir nur herstellen. Was soll das? Spritze können wir auch keine mehr herstellen. Harpunenbolzen können wir welche herstellen. Jetzt haben wir aber 3. Gerade hatten wir nur einen davon. Ja. Ich probiere das nochmal. Nee, falsche Richtung. Boah, macht der gewalttätig die Türen auf. Was? Nicht so schwer? Hört sich ja lecker an. Ja, hoffentlich wird's das auch. Ich muss noch so lange warten. Hähnchen im Backofen dauert immer eine Stunde. Das ist immer echt ärgerlich. Hä? Wo kommen die denn jetzt her? Da bin ich doch gerade lang gelaufen. Ah, geht mir das auf den Sack. Der ist so langsam mit seinem Nagelangriff. Okay, wir machen die Züge noch nicht. Ja, mach dich erstmal wieder heile. Da war doch gerade noch jemand, oder nicht? Ich hätte auch mal gucken können, ob ich die Waffe upgraden kann, ich Trottel. Wir gehen erstmal hier lang. Ich gehe dann bei den Zügen nochmal vorbei, wenn wir mehr Munition haben. Pommes verstanden statt Promise. I promise myself. Oh, scheiße. Ich dachte, die bleibt da oben. Meine Fresse, ich drücke immer so schnell F, aber irgendwie macht er das nicht. Schießpulver. Ach, die war da auf dem Dach. Ich geh mal gucken, ob da was Schönes ist. Ein Schuss wieder nur noch. Boah, das ist echt schwer, ey. Nickname, Promise Myself. Oh, schöne Lied, I Promise Myself. Hier ist nix, gar nix. Außer der hier. Das ist doch mit Sicherheit auch wieder jemand. Los, nicht aufstehen. Er speichert. 4 Schuss. Reloaden bitte. Reload. Er reloadet nicht. Ist ganz schön dunkel hier.
Waffenteile. Nägel. Metallrohr, das ist schon mal gut. Ich hoffe, da ist keiner hinter. Nö, eine Werkbank. Gucken wir erstmal, was wir hier noch machen. Dann machen wir mal die Pistole besser. Ich meine, dadurch ziele ich nicht besser, ne? Hier, Feuerkraft machen wir als erstes mal. Können wir das auch machen? 100 Teile, ja. Feuerkraft. Auf jeden Fall erstmal Feuerkraft. Nachlagezeit, Magazingröße, Feuerrate, ist erstmal egal. Jetzt haben wir wieder nur noch 25, aber das ist auch egal. Können wir noch ein paar Schuss herstellen? 2. Schön! Noch 100 Bohnenbolzen. Spritze wäre nochmal gut. Machen wir nochmal ein paar Kräuter. Oh, der speichert. Nice. Ich bin über jeden Millimeter froh, den wir hier weiterkommen. Jetzt haben wir erstmal wieder 7 Schuss. Mach nicht so laut die Tür auf, Junge. Da möchte ich nicht hin. Da muss ich wahrscheinlich hin. Da lief auch jemand lang. Insider spielt Guts and Glory. Ist es schon soweit? Ja, ist es schon soweit. Ich gehe zurück und speichere nochmal. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Nimm nämlich schon 5 vor sich gerade. Und bye bye, Wonkaboy. Hier noch kurz in meinen Unterschlupf, Insider. Zum Glück kann in die Mini keinen Schneller, der so hoch geht. Was? Ich muss mich jetzt mit der Ausdauer da lang quälen. Ja, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns hier. Müssen wir zu unserer Tochter da oben ankommen. Oder zumindest erstmal zu dem Signal. Ich weiß ja noch gar nicht, ob die da ist. Nächstes Mal gucken wir auch erstmal, ob wir das grüne Gel schon verwenden können. Wir können ja auch noch unseren Charakter verbessern. So. Mitgespeichert. Zurück zum Desto. Mütze werden wir nun verlassen. Ja, möchte ich. Ja, gerne, gerne. Alles easy, wollte nur den Controller einwählen, aber der will nicht. Oh. Willst du meinen Xbox-Controller haben? Ja, Frau Hansen, ich verstehe die Problematik. Ich frage Sie, ist bei Ihnen schon mal ein Schnüffelstück gesetzt worden? Ein was? Insider, ich habe hier auch noch einen Xbox-Controller im Angebot, falls du den haben möchtest. So, na, ich bin echt dunkel hier auf der Seite, ne? Aber es geht hoffentlich noch. Ich weiß gar nicht mehr, wie man hostet, doch. War sehr schön, dass du ihm. Danke, danke. Ja, also vielleicht nicht mich auf jeden Fall festbinden. Stream ich dann Samstag vom Danny nochmal. Mal gucken. Danke fürs Comeback. Ja, gerne, gerne. Ein was? Und dann hosten wir mal rüber zum Insider. 84. Ich wünsche euch viel Spaß beim Insider und ja, wir sehen uns dann die Tage nochmal. Ich bin auf jeden Fall bei Insider morgen, bei Insider und bei Danny und bei Nessie. Dann sehen wir uns auf jeden Fall auch die Tage. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.